Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stammbach im LS19 am Dienstagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, gestern ist leider die Folge ausgefallen, das tut mir leid. Aber ich hatte bis spät in die Nacht rein was geplant mit dem Kollegen von mir. Dazu aber später mehr. Wieso bin ich hier in den Xerion angestiegen? Wir müssen ja eigentlich hier hin. Ganz kurz nochmal zum Zeigen. Der John Deere ist am Arbeiten, hat auch nicht mehr viel, das heißt, der Steier kann bald ran ans Feld. Wir haben jetzt aber Feld 80 zu spritzen, damit unser wunderschöner, was wächst denn hier, Sojabohnen, glaube ich, dass die nicht alle eingehen. So, dann klappen wir mal das Monster hier mal auf. Und ja, letztens war ja bloß das Unkraut da, das hat sich jetzt ein bisschen anders verwandelt, und zwar die ersten Sojabohnenpflänzchen sind angekommen. Alter, ist das ein Geschoss. Holy shit, Bruder. Ja. Alter. Da brauchen wir ja nicht mehr GPS, da haben wir das Feld mit fast nur einer Breite von der Spritze geschafft. Ja, moin. So, ein bisschen müssen wir noch zurück. Sollte mal ein bisschen auf die Straße. Okay, wenn wir sonst bei hinten kommen, Autos. Spritze an. Alter, ist das ein Riesenteil. Leute, Alter, Junge, 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 da können wir tatsächlich jetzt dann auch gleich nochmal düngen, wenn wir jetzt im Anschluss machen. Oh, ich muss früh genug einlenken. Und das ist nicht gut. Ja. Das Kurvenfahren müssen wir noch ein bisschen üben. Alter, ich bin so ein Riesenteil nicht gewöhnt. Warte mal, das interessiert mich jetzt ganz kurz. Da muss ich rein. Und zwar die Spritze. Wo ist sie denn da? Pflanzenschutztechnik. Und zwar die hier. Okay, die hat 48,5 Meter. Und die geht gleich bis 40. Ja. Aber Alter, alleine 40 Meter für eine Anhängspritze ist schon, glaube ich, meines Erachtens ziemlich groß. Also für so ein kleines Feld ist bis hier, muss man sagen, so große Geräte ein bisschen unpraktisch. So, machen wir das Teil wieder an. Alter. Ich werde jetzt hier vorne auch keine Kurve fahren, ich werde einfach hier längs vorfahren. Aua. Komm schon, Fan, du schaffst es! Okay, hat's geschafft. Baumwolle hier, mal ein bisschen reinfahren. Aber Alter! Junge. Was haben denn die Leute von Ferneland hier für eine riesige Ahnungsspitze gebaut? Das ist ja, Junge, Junge, Junge. Also ich bin gerade wirklich ganz schön von der geflasht. Alter. Das Feld ist jetzt auch nicht groß, aber wir haben diese ratzfatz. Läuft bei uns, Alter. So, zack, wir können mal zusammenklappen. Das Feld ist nämlich hiermit fertig gespritzt. Wir können mal nachgucken, ob wir irgendwas vergessen haben. Nee. Alles wunderbar weg. Da ist noch ein bisschen was. Es fällt nicht auf. Das ist. Fällt nee, das interessiert uns nicht. Also schon doppelt gedüngt. Ah ja, genau, stimmt. Das haben wir ja direkt nach dem Ansehen nochmal gedüngt. Stimmt. Der hier ist auch gleich fertig, oder? Oh, das ist die letzte Bahn. Oder? Ein bisschen was fehlt ihm, glaube ich, noch. Ja, einmal muss er nochmal vorfahren. Okay, gut, das heißt, wir können den Steier gleich mal ansetzen dann, wenn wir am Hof sind. Das ist gut. Oh nein, da kommen Autos. Komme ich hier unten durch? Oh, er geht, okay. Oh, er kann wieder fahren, mal ganz kurz im Windstreifen, das geht ja. So. Ach ne, da kommt ein Auto.
Das lassen wir vorbei, weil da wissen wir, dass wenn Jundi die Kurve rumfahren, das ist nicht so optimal. Okay, da kommt wieder. Ne, wir fahren jetzt raus. Ist mir jetzt egal. Oi. Genau deshalb habe ich es gemeint. Die halten einfach nicht. Das ist. Der KI-Verkehr muss wirklich überarbeitet werden. Also, der trägt teilweise schon ein bisschen auf. Ja, da sind dort schon hier auch schon fertig. Das ist ja schön. Wir fahren hier vorne rein. Hallo Kollege. Kommen wir? Ja, geht. Ein bisschen gucken. Okay. Ist eigentlich relativ sauber, braucht man nicht waschen. Das heißt, ich kann direkt zurück in die Halle. Ne, warte mal. Wir haben ja am Händler, glaube ich, noch ein bisschen was an Spritzmitteln rumstehen. Und das würde ich doch gerne auch komplett auffüllen, nochmal, dass der Tank da weg ist. Es sind gleich bloß noch 100 Liter oder so. Okay, es waren doch ein bisschen mehr. Komm, wie viel sind denn da noch drin? Das ist ja. Da oben wartet er schon ganz ungeduldig, unser Steier, auf den Einsatz. Mit der noch gemieteten Einzelkonzertmaschine. Also Leute, wo hänge ich denn jetzt bitte? Da ist doch überall genügend Platz. So. Jetzt steht die schön gerade drin. Wir parken den Fenster mal ganz kurz hier. Ja, du hast wunderschöne Arbeit geleistet, Kollege. Das Gespann muss auf jeden Fall gewaschen werden, weil der ist ein bisschen schmutzig geworden. So. Zack, Steier. Ja, wir fahren schon runter von deiner Wiese. Alles gut. So. Passt. So, das Teil ist an, ist auch meist eingestellt. Passt. Dann viel Spaß. Ah, ja, jetzt macht es auch. Oh ja, schön, schön. Da wächst der Mais. Perfekt. Da ist noch unser wunderschönes Kartoffelfeld. Da gucke ich mir jetzt gleich und vergesse ich es wieder. Nach einer Mission um. Wo gibt's denn den gleich wieder? Hier, ne? Ja. Oh, da haben wir. Nee. Das ist. Ah doch, Kartoffeln. Okay, da haben wir schon mal eine Mission. Mit Kartoffeln, Zuckerrüben. Werden wir nochmal Kartoffeln, aber da ist der Ernte dabei und damit weiß ich, dass es nicht funktioniert. Dann haben wir nochmal Zuckerrüben. Baumwolle. Nee, nee. Nee, und dann war es. Okay, da haben wir eine Mission. Da wo wir es mal testen könnten und das wäre das Feld 20. Das sind die 20? Da oben, oder? 19. Ah ja, da. Ja. Ist jetzt doch kein so kleines Feld. Hat die Größe von unserer 85 hier, glaube ich, könnte es sein. Ja. Ne, ein bisschen kleiner wird es sein.
Die Frage ist, wo muss es denn hin? Landhandel. Der Landhandel ist wo? Wenn er natürlich hier oben ist, wäre es optimal. Ist er aber nicht. Da hinten ist der Landhandel. Ja, es wäre machbar. Ja, es wäre auf jeden Fall machbar. Wir haben jetzt 18 Uhr. Die Frage ist, also eine Mission vorzuspulen ist ja meistens nicht so optimal. Ach komm, nee. Wir machen das jetzt. Wir nehmen die an. Ich will das nämlich auch selber ausprobieren. Und die haben ja einen Rohpar, da geht's ja eigentlich ganz gut. Ja, nehmen wir an. Ja, Geräte nehmen wir mit. Ja. Okay, somit sieht jeder, sie ist angenommen. Wir werden auch jetzt dann gleich machen. Wir fahren schnell den Johnny zum Hof, beziehungsweise an den Kercher. Dann werden wir auch schon mit der Mission beginnen. So, die Frage ist, kommen wir hier rein? Ja, ging. So früh gefreut. Da hingen wir am Zaunpfosten. Jetzt hat er aber. Sind wir noch mal hängen geblieben? Nee. So, die stellen wir hier mal ab. So, bis später. Wir gucken jetzt mal ganz kurz. Ah ja, da haben wir es ja. Einen wunderschönen Case Puma. Und einen Valtra. Zwei Anhänger. Ja, ist halt das normale Kartoffel-Missions-Standard-Setup. Da ist der Valtra. Das sind zwei Reiher. Oh Gott. Das kann dauern. So. Die Frage ist nur, haben wir hier Follow Me mit drauf? Ich hoffe es mal. Weil dann können wir den Case ganz entspannt hinterher fahren lassen. Dann machen wir Rundumleuchte an, Wandblinker rein. Dann holen wir unseren Case. Oder ist ja nicht unser, aber den gemieteten Case. Wie halt einfach Giants halt auch bei den Missionen mitgedacht hat und gesagt hat, ja, den Leuten geben wir da nicht zwei Drehschemel, sondern nur einen Drehschemel und einen Tandem. Weil der ein oder andere ja mit Drehschemel nicht so optimal rückwärts fahren kann. So, laufen beide 53, das passt. So, jetzt gucken wir mal. Steuerung F. Ja, wie es aussieht, wir haben es auf jeden Fall schon mal mit drauf. Er hat jetzt nur gerade keine Spur gefunden. Ah, jetzt hat er ihn. Passt, er ist auch nicht angefahren, alles gut. Ja, dann können wir Warmbling auch mal rausmachen und losfahren. Ich hoffe nur, dass er da hinten nicht hängen bleibt. Bis jetzt fährt er. Er fährt, okay, er ist rausgekommen. So, dann kommen wir hier raus. Ja, geht. Ich muss jetzt tatsächlich gucken, wo wir denn jetzt hier rein. Hier vorne jetzt dann gleich. Oder? Ja, das ist der schnellste Weg. Oh, hier geht's rein. So. Ist er da? Ja, er ist da. Auch nur jetzt haben wir da vor uns so ein Auto. Oh. Bist du wahnsinnig? Die laufen hier mitten auf der Straße. Alter. Oh. Das gab einen Crash, oder? Nee. Gab's nicht mal. Okay. Haben mich ein bisschen gewundert, aber es hat funktioniert. Ist auch ein Silo. Und dann sehen wir auch mal ein bisschen mehr von der wunderschönen Landschaft hier. Kleiner Teich. Oder nee, das ist ein Bach. So, hier vorne immer dann rechts. Da vorne war links immer mal ein Maststall für Kühe drin. Ich bin vorbeigefahren. Nee, wir sind richtig. So viel 20 müssen wir. Ja, okay, das heißt, ein Stück. Oh,
bin jetzt fast die Runde gefahren. Alter, da müssen wir aber aufpassen. Wir werden dann natürlich dann jetzt dann auch den CP-Kurs einfahren. Ist ja ganz klar. Ah, rechts sind auch Kartoffeln. Die 53, das wäre optimal gewesen. Die wäre nicht so groß. Aber nur gut. So, da vorne wir jetzt dann links rein. Was ist das denn? Steht immer mal so. Was waren das gleich wieder? Zuckerrohr, glaube ich. Ja, hier müssen wir rein. Oh, das ist aber ein schmales Wegchen hier. Die Einfahrt auf jeden Fall. Und relativ zugewachsen. Aber da sind wir auch schon. So, Kollege da hinten. Alter, hat aber auf einen Millimeter gebremst. Alter. Läuft bei ihm. Auch ein bisschen zurück. So. Klappen wir das Teil da hinten mal auf. So. Kursgenerierung. Feld 20. Da war schon. Feld 20 Vorgewende. Ja, da geben wir ihm auf jeden Fall. 5 Stück. Ja, 5 Stück braucht er mindestens. 1,7 Meter wird es wahrscheinlich haben. Ist ein 2-3er. Also dürfte es hinkommen. Ja. Wieso? Ah, vielleicht müssen wir mal ein bisschen näher ranfahren. Kann natürlich gut möglich sein. Ah, rundherum jetzt hat. Ah. Oh, Alter. Ja, also. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen dran. Na ja, gut. Wir müssen ja nicht selber fahren, aber alles gut. So, dann machen wir das Teil mal an hier. Aber da habt ihr es gerade gesehen. Dieses Fahrzeuggerät ist für Lohnarbeiten reserviert. Ich glaube auch nicht, dass es damit funktionieren wird. So, Kollege, ich wünsche dir viel Spaß. Ja, macht's, ne? Wir speichern den Kurs mal. Mit Kartoffelernten-F20 1,7 Meter. Jo. Passt. Dann hat's auch schon gleich. Schön, schön. Nee, da ist unser Case. Dich werden wir einfach so hier an den Weg stellen. Das passt, ja. Die Baumreihe. Ich hoffe einfach mal, dass er hinkriegt. Ich gucke einfach nicht mal weiter hin. So, wir haben einen John Deere zu waschen. Zack. Der durchs Fahren auf dem Feldweg schon fast selber wieder komplett sauber geworden ist. Das Gewicht natürlich auch. Dass die braunen Striemen hier weg sind. Und bitte, liebe Leute, jetzt nicht falsch verstehen. Also, es war damit der Dreck vom Feld gemeint. So, ist es sauber? Es ist sauber. Das sage ich jetzt nochmal. Ja. Der Steier ist leer.
Ach komm schon, der hatte doch noch, nur noch eine Bahn oder so. Naja. Und ja, bei Baldra habe ich mir schon fast gedacht, dass er irgendwann am Baum hängen bleibt. Das hat sich jetzt wahrscheinlich auch so ergeben. Wir fahren jetzt erstmal hier schön entspannt unsere Gruppe in unsere Halle rein. Und dann kümmern wir uns um den Waldra und dann um den Steier. So, passt. So, können wir abstellen, Gewicht unterlassen. Steier. Ja, dem fehlt das Saatgut. Wir machen jetzt einmal kurz den Steier als erstes, weil das auf unserem Feld ist und unsere Felder gehen natürlich vor. Und außerdem, das Fahrzeug ist gemietet, das kostet uns pro Stunde Geld. Oh, jetzt haben wir nur ein Problem. Und zwar, ich werde so nicht da reinkommen, das heißt, wir müssen das umkuppeln. Beziehungsweise zuerst zusammenklappen oder aufklappen. So. Dann müssen wir das mal anders schon mal anhängen. Man hätte nur noch eine Bahn hätte ihm glaube ich noch gefehlt. Naja. Er hat halt einen ziemlich großen Düngervorrat, aber einen kleinen Saatgutvorrat. So, das machen wir natürlich an. Geht auch gleich noch ein Saatgut Big Bag, ich hoffe mal, der wird noch reichen. Ja, ja, das dürfte reichen. Das dürfte locker reichen. Ansonsten fülle ich ihm halt noch mal was nach. Ist ja nicht so schlimm dann. Aber normalerweise dürfte mit 280 Liter den Rest auf jeden Fall noch mal hinbekommen. Ach komm, als ob wir jetzt da nicht rumkommen. Dann schieben wir sie noch mal zurück. So. Freiwillige Feuerwehr ist hier natürlich auch am Start. Aber wenn es bei uns mal brennen sollte, die sind in 3 Sekunden bei uns. So. Dann hängen wir das Teil mal wieder an. Zack. Zusammenklappen. Und dann kann ich die wieder weitermachen. Ich hoffe, er macht es auch. Wieso macht das? Er ist umgestellt. Wieso ist er umgestellt? Oh, habe ich ihm das falsch eingestellt? Ich hoffe mal nicht. Ne, normalerweise. Normalerweise nicht. Egal. Er ist an der, so wie es aussieht, der letzten Bahn. Und wir gucken jetzt zu unserem Waldra. Zack. Ah ja, genau. Dieses Problem habe ich mir schon gedacht. So. Schafft das oder müssen wir ihm nochmal helfen? Er wird schon schaffen. Ich habe Vertrauen in ihn. So, was habe ich jetzt zu machen? Das Feld 85 ist bis jetzt einmal gedüngt. Die Frage ist, können wir jetzt schon düngen? Nochmal, ein zweites Mal. Ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz gucken, wie denn der Boden aussieht, weil das kann man ja daraus auch immer ein bisschen erkennen. Ich glaube, man kann düngen. Würde ich jetzt mal sagen, wir probieren es einfach mal aus. Heißt, der probieren geht über studieren. Ah komm, wir nehmen jetzt einfach mal den Xerion hier. Was man normalerweise nicht macht, aber er steht jetzt einfach vorm
Düngerstreuer und ich hatte jetzt keinen Bock, den nochmal umzuparken und dann wieder einen anderen holen und verwenden wir aber mal kurz die Serien dafür. Ist zwar natürlich komplett overpowered, ich weiß, aber man muss ja auch mal ein bisschen Spaß haben, ne? Wer kennt's nicht? Man fährt mit dem Xerion zum Düngen. Oh Mann. Naja. So, dann machen wir hier einen kurzen Test, ob es denn funktioniert. Ich glaube, es funktioniert nicht. Ne, es funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen warten. Ja. Okay, der Wald hängt schon wieder fest. Ja, die erste Bahn ist natürlich immer ein bisschen. Und der Steuer ist fertig, das ist natürlich schön. Ja, sieht ganz gut aus, wie er es gemacht hat. Oh. Muss natürlich ausklappen. Wir hatten es nicht. Also der klappt dann natürlich automatisch. Ja, stimmt. Er will es natürlich zusammenklappen, weil er sieht, ja, da gibt es was so zum Ausklappen, beziehungsweise. Und dann macht CP das natürlich automatisch. Als ob wir hier nicht rumkommen. Das Ding ist aber nicht ganz so wendig. Die Sämaschine. Naja. Dürfen wir jetzt mal zurück zum Hof. Also der Weg ist ganz schön. Hat ganz schön krasse Bodenwellen drin. Alter, können wir gar nicht so schnell fahren. Und die Doppelbelegung mit CP habe ich jetzt auch rausgemacht. Also wir können ganz entspannt Allraten sperren, drücken so oft wie wollen, ohne dass CP sich damit irgendwie aufhängt. Habe ich gerade nochmal? Oh nein. Es hat keiner gesehen, es sind noch alle Pflänzchen am Leben. Alles gut. So, die Frage ist, wo packen wir den Dünger und das Saatgut hin? Am Hof haben wir irgendwas, wo wir es reinpacken könnten. Wir können es da hinten hinpacken, hinter das Silo. Weil am Händler will ich es jetzt auch nicht die ganze Zeit lagern. Ja, komm. Dann machen wir es hinter das Silo, weil einen anderen Platz weiß ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht, wo wir es denn hin platzieren könnten, ohne dass es stört. Außer hier in solche kleine Ecken rein. Oder hier. Ja komm, ich werde hier entladen schnell. Zack. Naja, das passt doch. Sind ja nur drei Stück. Und dann kann ich die dann mit dem Johnny da hinten reinschieben mit Frontlader. So. Das wunderschöne Teil, was knappe 70.000 kostet, wird jetzt zurückgegeben. Und hoffentlich mit der nächsten großen Geldeinnahme können wir uns das Teil selber kaufen. Ja, zurückgeben, diesmal reparieren wir es tatsächlich nicht, weil das machen wir ein bisschen nur im Minus, was wir natürlich nicht machen müssen. So. Das heißt, wir können jetzt unseren Steuer auch wieder zurück zum Hof fahren. Und dann werden wir mal ganz kurz dem Waltra aus seiner misslichen Lage befreien. Ich glaube, er wird wahrscheinlich an irgendeinem Baum hängen. Aber wie gesagt, die erste Bahn ist immer ein bisschen tricky, aber die zweite und dritte sind dann schon, glaube ich, leichter. Ach nee! Der Käse ist im Weg. Ja, das ist tatsächlich kein Problem. Das ist kein großes Problem. Da können wir aber ein bisschen zurückfahren. Ja, man kann das machen. Ja, der Anhänger steht jetzt zwar nicht optimal, aber das passt. Und das ist doch ein wunderschöner Abschluss, den Waldra hier zu sehen, wie er professionell den Europa-Kartoffelernter in das Nachbarfeld mit Zuckerrüben ranschiebt. Denn wir sind auch für heute schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen natürlich da lassen. Und was zum Teufel macht er da? Egal, das mache ich dann. Ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Dienstag. Und dann sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Und dann noch haut rein, Leute. Und ciao, ciao.